Und die Sache spitzt sich jetzt darauf zu, dass wir möglicherweise schon im Herbst einen Impfstoff haben werden, spätestens im Frühjahr, der natürlich unter signifikanten Verkürzungen der Zulassungsphasen auf den Markt kommen wird. Die Favoriten, die jetzt bei der WHO gemeldet sind, sind im Wesentlichen alle genetische Impfstoffe. Es kommt zu einer Transduktion, zu einer Übertragung von Erbinformation eines Virus, des Coronavirus. Und diese Erbinformation, die wird als RNA, als Ribonukleinsäure oder als DNA, als Desoxyribonukleinsäure in die Zelle mittels Nanotechnologie eingeschleust und führt dann in unserem Körper, in unseren Zellen durch eine Manipulation der genetischen Abläufe dazu, dass wir selbst im Rahmen der sogenannten Proteinbiosynthese ein virales Protein, einen viralen Eiweißstoff herstellen, in der Regel das Spike-Protein, also ein Stachelprotein des Coronavirus. Eine erweiterte Form dieser genetischen Impfstoffe ist der sogenannte virale Vektorimpfstoff. Auch dieser hochbedenkliche, jetzt aus Russland kommende Impfstoff ist meines Wissens, obwohl man das nicht ganz genau überprüfen kann, aber es deutet alles darauf hin, ein viraler Vektorimpfstoff. Auch eine genetische Variante in einer erweiterten Form. Hier wird die gentechnisch manipulierte DNA oder RNA, jedenfalls die Erbinformation, in ein Trägervirus eingesetzt. Und dann kommt es sozusagen zu einer Art von Infektion, wo diese Erbinformation dann wieder in unserer Zelle, in unserem Körper wirksam wird und dort, erst dort, die Entstehung von viralen Antigenen veranlasst. Das ist eine Technologie, die vielleicht in Zukunft relevant sein kann, die man aber nicht unter verkürzten Bedingungen einsetzen sollte. Die gesamten genetischen Impfstoffe sollte man nicht unter verkürzten Bedingungen zulassen, weil sie noch nicht ausreichend erprobt sind. Im Falle von RNA und insbesondere DNA-Impfstoffen gab es noch nie einen zugelassenen Impfstoffkandidat, der sich gegen Infektionskrankheiten entwickelt oder gerichtet hätte. Es wird von Interessensvertretern oft argumentiert, dass RNA-Medikamente bereits in der Krebsmedizin eingesetzt wurden. Das ist korrekt, aber es ist eine völlig andere Sache, denn in der Krebsmedizin ist die Kosten- und die Nutzen- und Risikoabwägung eine vollkommen andere. Sowohl die betroffenen Patientinnen und Patienten als auch die Ärzte werden sich natürlich bei einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit eher dafür entscheiden, auch ein Medikament mit Nebenwirkungen einzunehmen. Siehe Chemotherapie, wir behandeln Menschen mit Tumorerkrankungen mit Chemotherapeutika, aber wir würden Chemotherapeutika nicht an gesunde Menschen verabreichen. Also auch das ist kein Argument. Was passiert? Was sind diese Verkürzungen? Ich möchte das gerne an dem momentan favorisierten Beispiel aus Oxford verdeutlichen. Oxford, dieser Impfstoff aus Oxford, ist ein viraler Vektorimpfstoff. Das heißt, es kommt eben über den Trägervirus, der übrigens auf einer patentierten Plattform natürlich beruht, kommt es zur Transduktion dieses genetischen Materials in unseren Körper, wo dann erst die Entstehung des Antigens abläuft. Jetzt möchte ich gleich eines vorausschicken. Es wird immer wieder in den Medien behauptet, dass das ein Kandidat der Universität Oxford ist. Das ist nicht präzise. Es handelt sich um eine patentierte Plattform der Firma Vaccitech in Oxford. Und die wurde von Mitarbeitern, also von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität Oxford gegründet. Ein sogenanntes Spin-off oder Ablegerunternehmen, wo die Universität Oxford keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat, keine Entscheidungskompetenz. Es ist ein im Wesentlichen privatwirtschaftliches Unternehmen, das ein Patent auf diesen Impfstoff hat. Und dieses Unternehmen hat eben Überschneidungsbereiche mit der Universität Oxford. Das macht aber den Impfstoff nicht zu einem Impfstoff der Universität. Das klingt so nach freier Forschung, ist aber so präzise nicht korrekt. Und dieser Impfstoff wird dann produziert und vermarktet in Kooperation mit AstraZeneca, einem sehr großen Pharmakonzern. Jetzt, was ist passiert? Wie kann es sein, dass dieser und andere genetische Impfstoffe gegen ein Virus, dessen genetische Entschlüsselung erst Ende Jänner stattgefunden hat, wie kann es passieren, dass ein solcher Impfstoff und andere jetzt bereits in der dritten und letzten klinischen Phase
an Menschen verabreicht werden. Nun, normalerweise dauert die Impfstoffentwicklung 8 bis 12 Jahre und das hat gute Gründe. Nach der präklinischen Phase, wo es eben zu Primatenversuchen kommt und zu einer ausführlichen Auswertung und auf und immer wieder Nacharbeitung des Impfstoffs, finden 3 klinische Phasen statt, wo es darum schon in der ersten klinischen Phase geht, wie verhält sich dieser Impfstoff im Körper? Ja? Also kommt er überhaupt ins Zielgewebe? Wie verteilt er sich im Körper? Wie ist die Dosierung anzusetzen? In der zweiten Phase schaut man bereits auf Langzeitnebenwirkungen und auf die ersten seltenen Nebenwirkungen. Also wie wirkt sich die Impfung im Sinne von Nebenwirkungen aus? Wie ist die Langzeitimmunität? Ja? Wo kann man noch nachbessern bei der Dosierung und so weiter? Die Langzeitimmunität und die Langzeitnebenwirkungen, die können ja nur durch Wartezeiten festgestellt werden. Und das wird in der üblicherweise in der klinischen Phase 2, die manchmal Jahre dauert, ausführlich gemacht. Die ist bei diesem Impfstoff aus Oxford, müssen Sie sich vorstellen, und auch bei anderen Impfstoffen, auf 1 Monat reduziert worden. Und da wurden die Arbeitsschritte der ersten und der zweiten klinischen Phase zusammengezogen. Und das bezeichnet man als Teleskopierung. Deswegen können die pharmazeutischen Interessensvertreter sagen, wir halten uns an alle Regeln, ja, aber wir schieben die Arbeitsschritte ineinander und halten keine Wartezeiten mehr ein. Das ist das Problem. Dinge, die nacheinander passieren müssen, Dinge, die man längere Zeit beobachten sollte, wie zum Beispiel die Entwicklung von Nebenwirkungen, passieren jetzt plötzlich parallel zueinander, ohne dass man die saubere Auswertung der vorangegangenen Schritte überhaupt abgewartet hat. Wieder zurück zum Beispiel aus Oxford. Im Mai kam es zu einem Vorfall, wo eine endgültige Auswertung des Primatenversuchs für diesen genetischen Impfstoff gezeigt hat, dass diese Primaten bei Kontakt zum natürlichen Virus, das heißt, wenn sie dem tatsächlichen Virus unter natürlichen Bedingungen ausgesetzt waren, keine ausreichende Immunität entwickelten. Das führte aber nicht dazu, dass dieser Impfstoff abgebrochen wurde oder zurückfiel, sondern zu diesem Zeitpunkt wurden bereits Menschen in der ersten klinischen Phase getestet. Ja? Offensichtlich hat man dann ein bisschen nachgearbeitet, hoffentlich, anders kann ich es mir nicht erklären, dass der Impfstoff überhaupt weitergekommen ist. Und dann kam es zu dieser rasant verkürzten, von normalerweise mehreren Jahren auf 1 Monat verkürzten klinischen Phase 2. Von dieser liegt bisher ein vorläufiger Abschlussbericht vor, ein vorläufiger. Der wurde auch im Journal The Lancet publiziert, den habe ich mir sehr genau angesehen. Dieser vorläufige Abschlussbericht zeigt, dass im Vergleich zu einem bereits zugelassenen Impfstoff, in dem Fall ein Meningokokken-Impfstoff, eine signifikante Häufung von Impfnebenwirkungen festgestellt wurde. Kopfschmerz, Muskelkrämpfe, Fieber, verschiedenste Arten von Schmerzzuständen, grippeähnliche Symptome. Es gibt in der Wissenschaft einen sogenannten P-Wert in der Statistik, der gibt an, wie signifikant eine Abweichung ist. Der P-Wert für die signifikante Häufung dieser Nebenwirkungen im Vergleich zum zugelassenen Impfstoff gegen Meningokokken beträgt kleiner 0,05. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass diese signifikante Abweichung ein reines Zufallsergebnis ist weniger als 5%, also ein signifikantes Ergebnis. 60% der Teilnehmer klagten über Kopfschmerzen, grippeähnliche Kopfschmerzen, 17% über Fieber, signifikant mehr als bei jedem zugelassenen Impfstoff. Und das war nur die vorläufige Auswertung. In den Medien wurde dies als Erfolg präsentiert. Es hieß, der Impfstoff sei sicher, habe eine gute Bewertung bekommen und man könne jetzt in die letzte und dritte klinische Phase eintreten. Außerdem wurde behauptet, dass die Immunisierung damit belegt ist, nach einem einmonatigen Versuch und einem Follow-up von 4 Wochen. Das heißt, man hat 4 Wochen danach geschaut, ob es noch Antikörper gab. Das ist keine Langzeitimmunität. Eine Langzeitimmunität erstreckt sich über Monate oder Jahre. Es muss festgestellt werden, wie lang diese Immunität anhält, ob sie erneuert werden muss und wenn ja, in welchem Zeitraum. Also hier von einer Sicherung der Langzeitimmunität oder der Sicherheit zu sprechen, ist absolut unverständlich. Karl Lauterbach hat öffentlich auf Twitter diesen Impfstoff gratuliert. Er hat auch der Universität gratuliert, obwohl ich, wie gesagt,
bereits ausgeführt habe, dass es ein patentierter Impfstoff eines Unternehmens ist, und hat gesagt, dass es sehr hoffnungsvolle Ergebnisse sind und dass es jetzt sozusagen, dass wir mit einem baldigen Impfstoff rechnen können. Das ist sehr besorgniserregend, weil das sind keine hoffnungsvollen Ergebnisse. Der Impfstoff hat tatsächlich prompt die Zulassung in die dritte klinische Phase erhalten und es liegt bis heute keine endgültige Auswertung der ersten und der zweiten Phase, die ich vorher angesprochen habe, vor. Niemand mit Verstand kann glauben, dass es hier nicht um ein erhöhtes Sicherheitsrisiko geht. Dieser Impfstoff wird bereits vorproduziert, das ist das Nächste. Unter anderem unter Hilfe der deutschen Regierung, die in diesen Impfstoff investiert hat, gemeinsam mit anderen europäischen Ländern, sollen bis zum Ende des Jahres 400 Millionen Dosen dieses Impfstoffs, der noch nicht mal zugelassen wurde, vorproduziert werden. Zur klinischen Prüfung gehört auch, dass verschiedene Chargen des Impfstoffs geprüft werden, um überhaupt sicherzustellen, dass die Produktionsstabilität gegeben ist. Wie kann ein Impfstoff, der jetzt schon vorproduziert wird, dann diesen Anforderungen überhaupt entsprechen? Seltene Nebenwirkungen sind nur durch ausreichend lange Wartezeiten festzustellen, denn in der Anwendung an viele Menschen potenzieren sie sich, wenn sie zuvor übersehen wurden. Es ist ferner festzustellen, nur durch lange Follow-up-Phasen, ob es zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen, mit anderen Impfstoffen kommen kann, ob es zu Wechselwirkungen bei bestimmten Vorerkrankungen kommen kann. All dies ist durch verkürzte und teleskopierte, ineinander verschobene Zulassungsverfahren nicht möglich. So kommt es dazu, dass ein Impfstoff bereits im Herbst oder früher zur Verfügung stehen soll, obwohl normalerweise 8 bis 12 Jahre dazu nötig sind. Also ich kann, wie gesagt, nur davor warnen, diese Prozesse auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ich bitte, ersuche die Medien um eine wieder, so wie es zuvor üblich war, kritische Berichterstattung. Ja, das wäre sozusagen eine Zusammenfassung. Hier möchte ich noch etwas Wichtiges abschließend sagen. Ich möchte gern William Heseltine zitieren, einen der renommiertesten Genetiker weltweit, Mitbegründer des Human Genome Projects, der neulich in Scientific American geschrieben hat, die Teleskopierung der Zulassungsverfahren bei Impfstoffen, die wir jetzt überall beobachten, setzt uns alle einem erhöhten Risiko aus, weil das Übersehen von seltenen Nebenwirkungen, wenn es an Millionen oder an Milliarden verabreicht wird, trotzdem, selbst wenn es hier nur um jeder Tausendste oder jeder Zehntausendste, der das entwickelt, geht, trotzdem Hunderttausende bis Millionen Geschädigte erzeugen kann oder können. Und dabei handelt es sich um gesunde Menschen, bei denen an sich kein Behandlungsbedarf besteht. Deswegen ist es so wichtig, einen Impfstoff unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln und nicht unter Verkürzungen und Teleskopierungen. Die Ansprüche der Impfstoffforschung sind, dass es belegt sein muss, dass der Nutzen der Impfung signifikant über den möglichen Risiken liegt. Und das kann eben durch verkürzte Verfahren nicht mehr sichergestellt werden, weil hier weder die Langzeitimmunität ausreichend überprüft werden kann, noch die Möglichkeit des Auftretens von Langzeitnebenwirkungen. Das Gleiche gilt natürlich für die RNA-Impfstoffe, DNA-Impfstoffe. Bei DNA-Impfstoffen kommt noch hinzu, also die RNA-Impfstoffe greifen peripher genetisch ein, das heißt, sie tricksen unsere peripheren genetischen Abläufe außerhalb des Zellkerns aus. Da kommt es zu einer Transkription in die sogenannte mRNA, Messenger-RNA, also das wird in kleinen Nanopartikelpaketen mit Lipiden, Nanolipiden wird die RNA in die Zelle eingebracht, damit sie nicht von unserem Körper abgebaut wird. Sie ist so gestaltet, dass unsere Zelle aus Versehen diese Messenger-RNA weiterverarbeitet. Das heißt, die Zelle muss glauben, dass es sich um unsere handelt, um menschliche mRNA. Deswegen wird die auch so ein bisschen angeglichen an die menschliche, gentechnologisch. Das heißt, unsere Zelle verarbeitet diese Messenger-RNA. Und dann wird diese Messenger-RNA an den sogenannten Ribosomen, das sind ganz kleine, winzige, mikroskopische Kraftwerke oder Fabriken unserer Eiweiße, unserer Proteine, die stellen unsere Proteine her. Die Information wird dort abgelesen und dann erzeugt unsere Zelle das virale Antigen.
Es ist so, dass hier ganz klar, ganz wichtig sichergestellt werden muss, dass es nicht zu Autoimmunreaktionen kommt. Noch problematischer sind die DNA-Impfstoffe. Leider befindet sich tatsächlich ein DNA-Impfstoff in einer fortgeschrittenen klinischen Testung und wird als Favorit gehandhabt. Der kommt aus den USA. So wie bei vielen anderen ist hier Bill Gates einer der Investoren. Die DNA-Impfung ist in den Kinderschuhen. Ja? Also wir können von einer Sicherheit noch überhaupt nicht sprechen. Wie kann innerhalb weniger Monate ein DNA-Impfstoff in die klinische Testung kommen und an Menschen verabreicht werden? Selbst Forscher, Tropenmediziner und Genetiker, die an DNA-Impfungen arbeiten, haben festgehalten, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu einer Insertion von DNA, wenn wir diese einbringen, zu einer Insertion in unseren Zellkern kommen könnte und dass das 100% ausgeschlossen sein muss. Auch hier wird ja diese fremde DNA des Virus wieder von unseren genetischen Abläufen missinterpretiert sozusagen als unsere DNA und wird dann in die Proteinbiosynthese einbezogen, sodass wir die viralen Antigene erzeugen. Das geschieht aber über noch komplexere Mechanismen als bei den RNA-Impfstoffen und hier kann es zu einer Insertion von Abschnitten in unsere eigene DNA, die sich im Zellkern befindet, kommen. Das kann nicht ausgeschlossen werden, abgesehen davon, dass alle anderen Sicherheitsrisiken, vor allem unter verkürzten Bedingungen, auch für diese Impfstoffe gelten. Aber das kommt hier noch zusätzlich hinzu. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, hat gesagt, wir wissen ja eigentlich, Zitat, dass das nicht passieren kann. Eigentlich, weil wir ja so viele Experimente schon gemacht haben mit DNA-Impfstoffen oder präklinische, weil das schon lang seit Jahren beobachtet wird. So hat er gesagt. Also wir können, weil wir in Experimenten bereits die Wirkung von DNA experimentell überprüft haben, können wir davon ausgehen, dass das nicht passiert, weil wir es noch nie beobachtet haben. Und dieses Wort eigentlich ist sehr irritierend, dass es eigentlich nicht passieren kann. Denn diese Untersuchungen mit DNA-Impfstoffen, die sind großteils präklinisch abgelaufen und wurden zu großen Teilen, bevor es überhaupt zu klinischen Phasen kam, wieder abgebrochen. In Zellkulturen, in Primatenversuchen, die ja jetzt leider auch zur Decke schießen aufgrund dieser vielen übertriebenen Impfstoffversuchen in diesem Wettlauf auf das große Geschäft. Und es kam eigentlich nie zu einer breiten klinischen Testung eines DNA-Impfstoffs aus guten Gründen. Und jetzt zu sagen, ja, wir haben das noch nie beobachtet. Hier ist ja dieses Langzeit-Follow-up besonders wichtig. Denn wenn es zu einer Insertion von DNA kommt, dann können Sie ja das nicht einfach feststellen. Sie können also nicht einfach hergehen und sagen, ich untersuche jetzt alle Körperzellen, ob da irgendwo eine Veränderung stattgefunden hat. Das ist nicht möglich. Sondern Sie sehen das erst nach Jahren, wenn zum Beispiel sich ein Tumor entwickelt hat in einem Teil des Körpergewebes. Denn diese Insertion kann dazu führen, dass Onkogene aktiviert werden, die Tumoren begünstigen können, oder dass antikarzinogene Genabschnitte deaktiviert werden. Das heißt, sie würden eine potenzielle Insertion nicht sofort feststellen, sondern erst die Folgen davon. Dazu sind Verkürzungen in keinster Weise geeignet. Und da spreche ich mit vielen, vielen anderen Biowissenschaftlerinnen und Biowissenschaftlern und auch mit vielen Medizinern, mit denen ich in regem Kontakt stehe, darunter auch hochrangige Universitätsmediziner. Also diese Verkürzungen, die sind eigentlich nicht akzeptiert in weiten Kreisen der Wissenschaft. Und sie sind auch inakzeptabel. Ich weiß, es war jetzt eine sehr weite Ausführung. Ich hoffe, ich habe verständlich machen können, auch am Beispiel dieses Impfstoffs aus Oxford, was hier passiert. Teleskopierung, Ineinanderschieben von Zulassungsschritten unter Nichteinhaltung üblicher Wartezeiten. Also das ist wirklich schon erschütternd, also insbesondere wenn man dann jetzt auch noch von juristischer Seite sieht, dass ja quasi für Impfstoffe, die dann am Menschen angebracht werden, auch gar keine Haftung der individuellen Firma
besteht. Also das ist ja nochmal, da ist ja auch von Seiten der Firma gar kein Interesse oder gar kein, also jedenfalls keine wirtschaftliche Notwendigkeit, genauer zu gucken, was man da eigentlich tut. Ja, also das ist das noch resultiert aus diesen Schulterschlüssen mit der Medizin. Sie wurden ja nicht nur diese 400 Millionen Impfstoffe vorbestellt von diesem Impfstoff aus Oxford, sondern auch andere Impfstoffe, über 1 Milliarde in Summe. Also das geht ja alles schon unter anderem auch auf die Kosten der öffentlichen Hand. Offensichtlich, das ist zumindest vielen Äußerungen zu entnehmen, werden auch Rechtskonsequenzen ausgelagert und sozusagen von Staaten übernommen. Und das ist in Kombination mit diesen Sicherheitsrisiken ganz besonders bedenklich. Außerdem wird es auch schwer sein, für viele Betroffene dann nachzuweisen, dass dieser Schaden aus einer vorschnell in Umlauf gebrachten Impfung resultiert. Und außerdem jemand, der ein Gesundheitsrisiko erlitten hat, der wird dann durch eine monetäre Abfindung auch das auch nicht mehr rückgängig machen können. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wissen Sie, gibt es ein Verzeichnis der Impfstoffe und der Staaten, die für diese Impfstoffe eine Haftungsfreistellung ausgesprochen haben? Gibt es da irgendwo schon eine Aufstellung, dass man eine Übersicht über die Situation kriegen kann? Also mir ist keine Aufstellung bekannt, die jetzt diese Haftungsfrage betrifft, aber eine ungefähr wöchentlich aktualisierte Aufstellung der Impfstoffkandidaten gibt es bei der WHO unter dem Schlagwort WHO Blueprint Vaccine Candidates. Und da sieht man auch, das verfolge ich schon sehr lang, ein rasantes Ansteigen der Impfstoffkandidaten. Und es sind immer ungefähr 50% genetische Impfstoffe. Und in den zugelassenen, für die klinischen Phasen zugelassenen, sind sogar mehr als 50%. Es ist auch eindeutig, dass die genetischen Impfstoffe favorisiert werden. Wiewohl ich sagen möchte, dass auch Verkürzungen bei anderen Impfstoffen genauso problematisch sind. Verkürzungen sind aus den genannten Gründen einfach mit einem erhöhten Risiko verbunden. Und was man aber hier sieht an diesem rasanten Ansteigen von Kandidaten, ist, dass hier auch viele Unternehmen versuchen, ihre Patente voranzubringen, also mit neuen Methoden. Es haben Unternehmen sogar Impfstoffe, die auf Computern entwickelt werden sollen, angemeldet. Also hier werden neue Methoden, die vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielen können, gepusht. Es geht hier gar nicht so sehr darum, mit diesem einen Impfstoff das große Geschäft zu machen. Natürlich ist es ein großes Geschäft, selbst dann, wenn man ihn vergünstigt abgibt, weil es geht ja um die Potenzierung von Milliarden von Dosierungen. Aber was hier einfach eine meiner Meinung nach größere Rolle spielt, ist das Lobbying für bislang umstrittene und noch nicht ausreichend sicherheitsgetestete Patente und Methoden. Das ist der eigentliche Benefit der Pharmaindustrie.